Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Starten wir mit dem Flugzeugvoting fürs Cross the Pond. Das habe ich ja vor einiger Zeit gestartet. Es ist mittlerweile auch ziemlich weit und es sind 277 Stimmen abgegeben worden. Finde ich super, diese Beteiligung. Deswegen schon mal ein ganz, ganz fettes Danke an euch. Und die Ergebnisse finde ich auch interessant. Es gab ja diverse Flugzeuge zur Auswahl und eigentlich läuft dieses Voting immer noch, aber seien wir mal ganz ehrlich, die Feles 747-200 für den X-Plane liegt momentan mit 81 Votes vorne und danach kommt der Flight Factor A350 mit 54 Votes. Das sind 27 Unterschied. Das wieder aufzuholen bis Ende der Woche halte ich für unwahrscheinlich. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass es die Feles 747-200 wird. Ich gehe eigentlich sogar schon fest davon aus. Falls es das tatsächlich werden sollte, werden wir die in der Braniff Livery fliegen und natürlich auch mit Braniff Core sein. Habe ich mir schon mal so überlegt, denn Braniff war zumindest so visuell eine coole Airline und es gibt eben auch eine Braniff Lackierung für die 747-200. Warum also nicht? So könnte zum Beispiel ein Coverbild aussehen. Bitte denkt daran, dass der Stream nicht auf Twitch, sondern anders als sonst auf YouTube stattfinden wird. Die Abstimmung läuft wie gesagt zwar noch bis zum 22.10., das ist also diese Woche Freitag, ich glaube aber nicht, dass sich an diesem Ergebnis noch irgendetwas signifikant ändern wird. Vielleicht tauscht sich da im Mittelfeld noch ein bisschen was durch, immerhin gibt es da so das ein oder andere Flugzeug, das direkt hintereinander kommt, die 767, der 330, die 747-400, der A310 und die Quality Wings 787 hängen da ziemlich nah aufeinander rum, aber das interessiert mich ehrlich gesagt nicht wirklich, denn es geht ja um die Feles 747 bzw. um das Flugzeug, das erster wird, um es mal so zu formulieren. Und einen Rückstand von 27 Votes wieder aufzuholen, halte ich ehrlich gesagt für unwahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht straft mich ja die Zeit noch Lügen. Schauen wir mal. Es ist tatsächlich also bis zum 22.10. weiterhin möglich, noch dafür zu voten. Wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet, klickt einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung und ihr kommt zum Flugzeugvoting fürs Cross the Pond am 30.10. Und am 25.10., das heißt also 5 Tage früher, kommt der Toles A340-600, zumindest laut entwicklereigenen Angaben. Weitere Informationen zu diesem Flieger gibt es bisher nicht, also wir wissen nicht genau, wann an diesem Tag er kommt, auf welchen Plattformen er zuerst released werden soll, wahrscheinlich X-Plane Org und erst die Tage danach auch auf anderen Plattformen. So war es zum Beispiel bei deren A319 und auch bei deren A321, aber das ist pur geraten, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Und was wir auch nicht wissen ist, was der Flieger kosten soll. Natürlich gibt es aber eine ganze Menge neuer Screenshots, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ihr seht sie die ganze Zeit im Hintergrund durchlaufen. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von diesen Bildern hier haltet. Denn zumindest bezogen auf das Cockpit sehen die erst einmal nicht schlecht aus. Natürlich müssen wir abwarten, was dann letztendlich im Sim dabei herauskommt. Solche Screenshot-Bilder betrachte zumindest ich immer mit Vorsicht, weil man nie so genau weiß, was da eigentlich alles an visuellen Enhancements drinsteckt, wie sehr die eventuell nachbearbeitet sind und wie sehr sich diese Darstellung demzufolge von der in eurem eigenen Sim am Ende unterscheiden könnte. Natürlich könnte dieser Flieger bei euch genauso aussehen wie in den Screenshots, andererseits könnte es aber ebenfalls sein, dass er eben nicht so aussieht. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, was die Entwickler hier für Einstellungen haben, was ihr für Einstellungen habt und vor allen Dingen davon, ob und wenn ja, wie diese Screenshots nachbearbeitet wurden. Also, wer weiß, vielleicht sehen die ja bei euch wirklich genauso aus wie hier. Zumindest bezogen auf das Cockpit muss ich sagen, dass ich da, rein visuell zumindest, nichts gegen sagen kann. Das sieht wirklich schick aus, auch was diese ganzen Reflexionen hier angeht. Da hat Toles definitiv zumindest ein bisschen was dran gemacht. Und auch am Außenmodell mit den ganzen Reflexionen und dem Eye-Candy hier muss ich sagen, dass es zumindest aus der Ferne einigermaßen okay aussieht. Es sollen aber im heutigen Tagesverlauf, also so gegen, ich glaube 18 Uhr war das, diverse Streams von englischsprachigen YouTubern stattfinden, die so ein bisschen zeigen, was der Flieger kann, also die haben den von Toles so Preview-mäßig zur Verfügung gestellt bekommen und fliegen damit dann Runde. Unter diesen Streamern gibt es zum Beispiel den V1 Simulations und dessen Stream, der ist geplant, also eine Veranstaltung auf YouTube, den habe ich euch einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr ja mal reinschauen, ich werde es auf jeden Fall tun, mir zum Beispiel auch mal die Animationen und den Sound angucken, was die da so gemacht haben, ob das ein bisschen besser ist als bei deren vorherigen Produkten.
Wie gesagt, kommt der Flieger am 25. Oktober diesen Jahres, das heißt also nächste Woche. Und zwar nächste Woche Montag, wenn ich mich nicht irre. Ganz kurz auf den Kalender gucken. Ja, ist tatsächlich sogar nächste Woche Montag. Also, nächste Woche Montag kommt der Flieger raus. Da könnt ihr ihn euch dann kaufen. Mal schauen, ich werde ihn mir definitiv nicht direkt am ersten Tag holen, sondern wahrscheinlich eine Weile warten. Und wie gesagt, das Cross the Pond werde ich damit auch nicht fliegen. Ich habe es nicht unbedingt gerne, wenn direkt nach dem Release erstmal so ein fettes Event damit geflogen wird. So ein Flieger, der muss sich aus meiner Sicht erst einmal beweisen. Das heißt, ich fliege den auch nicht online das erste Mal, sondern ich werde erst einmal schauen, den Flieger grundlegend zu testen, zu gucken, was er kann, wie er sich verhält und so weiter. Und wenn ich ihn dann kenne, dann kann ich damit auch Events fliegen. Aber vorher wird das eher nichts. Der Developer Boundless Simulations hat angekündigt, an einer Umsetzung für Dublin, also Echo India Delta Whisky, für X-Plane 11 zu arbeiten. Man habe in den vergangenen Wochen starke Fortschritte gemacht und könne deswegen erste Ergebnisse zeigen, ließ der Entwickler auf seiner eigenen Website und auf diversen News-Sites verkünden. Man arbeite daran, die aktuellste Version dieses Airports zu schaffen. Das beziehe sich laut Entwicklerangaben nicht nur auf den Airport an sich, der mit der neuesten Runway und den neuesten Terminalgebäuden einherkommen soll, sondern auch mit den Surroundings. Man modelliere und texturiere also nicht nur den Airport, sondern auch Gebäude und Gegenstände, das heißt Autogen, um diesen Airport herum, so zum Beispiel Scheunen oder Häuser oder auch Autobahnen, Bäume, Wälder und vieles mehr. Die Orthofotos für diesen Airport seien ebenfalls nicht besonders alt. Bei Release sollen sie 6 Monate nicht überschreiten, aber schauen wir mal, ob das so hinkommt. Und apropos Release, wann das stattfinden soll, ist derzeit leider nicht bekannt. Wenn sich irgendetwas an dieser Tatsache und der Informationslage ändert, könnt ihr sicher sein, an dieser Stelle wie gewohnt darüber informiert zu werden. Und damit kommen wir zu Vertical Sim und deren Omaha Apple Field in X-Plane 11. Musste ich auch erstmal googeln, diesen Airport, hatte ich noch nie was von gehört, aber wie das halt so ist mit etwas kleineren Flughäfen in den USA, ist für uns eben ein wenig weiter weg. Das Omaha Apple Field, der hat übrigens den interessanten ICAO-Code COMA, also Kilo Oscar Mike Alpha, befindet sich in Omaha, wer hätte es gedacht, und zwar in Nebraska. Die Scenery von Vertical Sim featured VFR-Landmarks, aber leider ohne zu spezifizieren, welche bzw. wo diese sind. Angeblich auch 4K Ultra-HD-Texturen, die mit PBR-Lighting-Effekten versehen sind. Das aktuelle Airport-Layout, das sich angeblich auf Stand 2021 befinde. Animierter Bodenverkehr mit customisierten Vehikeln, die dort auch in echt zu sehen sein sollen. Bearbeitete Orthofotos und die Unterstützung des SAM-Plugins, allerdings leider ohne Angabe darüber, ob auch SAM Seasons unterstützt wird. Wenn ihr an Omaha Apple Field interessiert seid, dann könntet ihr ja mal auf der Vertical Sim eigenen Website vorbeischauen. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Die Scenery kostet dort $21,99 und nach derzeitigem Wechselkurs sind das 18,97 €. Stairport Sceneries haben wir heute auch noch, und zwar gleich zweimal. Bleiben aber zuerst bei den Sceneries, die die machen, und zwar genauer gesagt bei Stuttgart für X-Plane 11. Wenn man es dann noch genauer nimmt, ist die eigentlich gar nicht wirklich von denen, sondern vom Flight Sim Studio, und zwar für den MSFS. Das klingt am Anfang recht verwirrend, ist aber eigentlich ganz einfach, denn FSS hat die für den MSFS entwickelt und wird jetzt zusammen mit Stairport Scenery daran arbeiten, die Stuttgart Scenery für den X-Plane 11 kompatibel zu machen, also sie zu konvertieren. Und das ist erstmal definitiv keine schlechte Idee, denn die Stuttgart Szenerien, die wir haben, die sind leider alle schon alt und eher so mehr als Es gibt zwar keine weiteren Informationen zu dieser Scenery, das heißt wir wissen weder wie aktuell die sein soll, noch was sie featured, die Previews sehen aber definitiv vielversprechend aus. Hoffentlich bekommen wir damit also endlich mal eine Stuttgart Scenery, die ein bisschen was taugt und die vor allen Dingen mal ein bisschen aktueller ist. Aber da wir Stairport heute ja nicht nur einmal, sondern direkt zweimal haben, würde ich sagen, wir machen auch direkt mit denen weiter, nämlich mit SAM Version 3. Der Scenery Animation Manager, das ist die Langfassung von SAM, bekommt also eine neue Version. Der dürfte allerdings für die Leute, die in X-Plane 11 unterwegs sind, definitiv ein Begriff sein. Released wurde dieses Tool übrigens ursprünglich in der V1 im Jahre 2019. Das ist also fast 3 Jahre schon her, es ist unfassbar, wie die Zeit wieder rennt.
Mit diesem Tool erhält man also Einparkhilfen an Gates, das heißt das Visual Docking Guidance System, Marshaller und natürlich Jetways, die an die Flugzeuge andocken. Das Coole dabei ist, dass wenn man zum Beispiel ein Flugzeug wie eine 747, einen A330 oder auch einen A350 hat, bis zu zwei Jetways andocken können. Sehr viel mehr also als mit Autogate und demzufolge ziemlich cool. In dieser neuen Version 3 gibt es jetzt ein komplett neu designtes User-Interface. Man sieht es im Hintergrund, das sieht komplett anders aus als vorher. Und zusätzlich zum neuen Design gibt es auch neue Funktionen, nicht nur für die User, das heißt für die Flieger, sondern auch für die Developer. Denn so sei es laut Angaben von Starport mittlerweile möglich, eine automatische Definierung der Koordinaten vorzunehmen, an denen sich zum Beispiel die Jetways befinden, die dann automatisch an die Türen der Flugzeuge andocken. Das heißt also, dass das alles vollautomatisch abläuft und man da nichts mehr per Hand setzen muss, obwohl man das durchaus noch können soll, falls es erforderlich sei. Eine Integration des Tools Better Pushback habe man auch vorgenommen, sieht man hier im Hintergrund, sodass man das Tool jetzt durchaus auch durch SAM bedienen kann. Wobei ich mich allerdings frage, was das soll, denn ich persönlich fände es eigentlich sinnvoller, das direkt übers eigene Menü zu bedienen. Aber möglicherweise sehen das andere Leute anders als ich. Interessant könnte außerdem sein, dass man, wie im Hintergrund zu sehen, sich einen kompletten Pre-Flight simulieren kann, indem das Tool sich sämtliche Daten aus dem Sim ausliest, so zum Beispiel Wetter, QNH, Wind, was weiß ich was alles, und die Position des Flugzeugs bezogen auf Airport und Gate. Was genau das dann für eine Funktion hat, das weiß ich auch noch nicht so ganz so genau. Ich habe bisher leider von recht vielen Abstürzen und miesen FPS gelesen, sodass ich persönlich erst einmal auf der Version 2.9 bleiben werde und mir anschaue, was genau da mit SAM 3 in Zukunft passiert. Vielleicht mache ich aber ja irgendwann mal ein kleines Video dazu. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Ich hätte übrigens nicht damit gerechnet, dass hier nochmal irgendwann wirklich signifikante Nachrichten zu Prepared kommen, außer vielleicht von PMDG, die irgendwelche Produkte updaten. Aber das hier hat mich wirklich überrascht. Es geht nämlich um iFly, denn die entwickeln eine 737 Next Generation für den Prepared. Ich muss ganz ehrlich sein, dass mich das auf völlig kaltem Fuß erwischt hat, weil ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass jetzt noch neue Flugzeuge für den Prepared entwickelt werden, vor allen Dingen solche, die es schon gibt, und zwar in gut von PMDG. Immerhin ist die 737NG von PMDG schon eine ganze Weile in den Sim integriert, die gibt es, es haben viele Leute und vor allen Dingen ist die auch ziemlich gut und beliebt. Warum iFly sich jetzt entscheidet, ihre 737NG von vor was weiß ich wie vielen gefühlten Jahrzehnten nochmal neu aufzulegen, das wird mir nicht so ganz klar. Möglicherweise hätten sie sich da vielleicht besser für ein MSFS entschieden, dann hätte man da eventuell, ich sag mal, einen kleinen Preiskampf gehabt, denn mit den wahrscheinlich 100 oder mehr Dollar, die die PMDG 737 da kosten wird, bin ich persönlich überhaupt nicht zufrieden, das ist mir viel zu viel Geld. Und wenn iFly sich dafür entschieden hätte, hätte man möglicherweise einen Konkurrenzkampf gehabt, aber anyways, ich verstehe es halt nicht, das ist das Wichtige dabei. Interessant an dieser News ist, dass die bei iFly nichts dazu veröffentlicht haben. Es gibt überhaupt keine Informationen zu diesem Flieger und dass die überhaupt eine NG entwickeln, kam quasi völlig aus dem Nichts. Das Einzige, was wir haben, sind Screenshots. Davon allerdings eine ganze Menge. Die kann ich hier nicht alle zeigen, deswegen habe ich euch in der Videobeschreibung mal einen Link verlinkt, wo ihr euch die mal selber anschauen könnt. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Für mich persönlich völlig uninteressant. Der Prepared ist für mich eh auf dem absteigenden Ast. Irgendwann wird sicherlich der MSFS das Ganze übernehmen. Schauen wir mal wann. Deswegen ist die Entscheidung für mich, wie gesagt, nicht nachvollziehbar. Und wo wir gerade vom MSFS gesprochen haben, würde ich sagen, dass wir den am Ende doch vielleicht nochmal selber mit reinnehmen. Und zwar mit Milvis und deren Umsetzung einer ATR. Jetzt musste ich glatt bei ihm nachgucken, was für eine ATR, soll eine ATR 72 werden, also ein Turboprop-Regionalflugzeug in Konkurrenz zum Beispiel zur Dash 8. Genau das wollen sie für den MSFS umsetzen, da sind die auch schon eine Weile dran, das hatten wir auch schon häufiger mal in den News und es gibt jetzt neue Screenshots. Das heißt, wir sehen das Flugzeug jetzt nicht mehr nur von innen, so wie es vorher der Fall war, sondern auch von außen und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schick. Ich muss aber dazu sagen, dass das irgendwie ein bisschen comichaft aussieht. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber zumindest so die Texturen auf dem Flugzeug an sich, auch wenn die wahrscheinlich noch nicht final sind, die kommen mir irgendwie viel zu glossy vor und es sieht nicht so aus, als ob das irgendwie real wäre. Irgendeinen merkwürdigen Touch hat das, aber wie gesagt, das ist vielleicht auch nur meine subjektive Meinung, was das angeht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht.
Mehr Informationen zu diesem Flieger gibt es bisher leider nicht. Wir haben nur diese Screenshots und müssen uns ein wenig weiter gedulden und vielleicht mit der Information herumschlagen, dass Asobo selber anscheinend auch eine ATR entwickelt. Das muss ich mir direkt mal eben angucken, denn das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Das ist eine ATR 72 und 42, die zusätzlich zu der von Milvis für den Microsoft Flight Simulator kommen soll. Ob kostenlos oder kostenfrei, weiß ich nicht. Aber das Ding sieht noch comichafter aus als die ATR von Milvis. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das beabsichtigt ist, aber diese Nasenform mit dem Bugfahrwerk da vorne dran, das sieht so ein bisschen aus wie aus so einer Zeichentrickserie für Kleinkinder, so als würde dieses Flugzeug gleich Augen und Mund bekommen und anfangen zu sprechen. Also versteht mich da jetzt nicht falsch, vielleicht sieht das Ding in echt auch so aus. Keine Ahnung bitte, wie eine ATR in echt aussieht, das müsste ich selber mal nachschauen. Aber es macht zumindest von den Proportionen her einen sehr, sehr merkwürdigen Eindruck. Vielleicht trägt auch diese Maske dabei, die sie da um die Cockpitfenster gemalt haben, weiß ich auch nicht so genau. So ganz so richtig sieht das irgendwie nicht aus, auch wenn es vielleicht richtig ist. Wie gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie eine ATR real aussieht. Habe ich mich nie so wirklich mit beschäftigt, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Von daher, möglich ist es, dass es in real wirklich genauso aussieht. Und damit sind wir für diese Woche auch schon wieder durch. Vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen. Macht's gut.